Mathematik hilft uns, die Welt zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber manchmal fragt man sich schon, müssen wir diese Gleichungen alle lösen oder sind überhaupt alle Gleichungen lösbar? In der Nacht zum 30. Mai 1832 saß ein junger Mann in seinem Zimmer in Paris und schrieb fieberhaft und ohne Absetzen einen Brief an seinen Freund. Er versuchte alles, was er wusste, in diesem Brief unterzubringen. Manches war noch unfertig, manches war unausgegoren und manches konnte er auch nur andeuten. Aber er wusste, er hatte der Welt etwas Wichtiges zu sagen und er wusste, er musste es jetzt sagen. Er hatte keine Zeit mehr. Denn am nächsten Morgen musste er sich einem Duell stellen und er ahnte, dass er dieses Duell nicht überleben würde. Dieser Mann hieß Évariste Galois. Er war 20,5 Jahre alt. Seine Ideen sollten die Mathematik revolutionieren und er würde an den Folgen des Duells sterben. Sein Thema waren Gleichungen. Genauer gesagt, Lösungen von Gleichungen. Und noch genauer gesagt, die Frage, ob eine vorgelegte Gleichung überhaupt lösbar ist. Gleichungen sind ein Grundthema der Mathematik. In den meisten Gleichungen geht es einfach darum, dass dort ein x, eine Unbekannte, vorkommt und die Aufgabe besteht darin, dieses x zu isolieren, sodass man es dann ausrechnen kann. Das können wir uns schön an dem Beispiel der Waage klar machen. Diese schwarzen Würfelchen haben jeweils das Gewicht 1 und diese roten Zylinder haben ein unbekanntes Gewicht. Wir möchten rauskriegen, welches Gewicht sie haben. Die Waage ist im Gleichgewicht, also gilt die Gleichung. Hier haben wir zweimal die Unbekannte, einmal das Gewicht 1 auf der linken Seite und auf der rechten Seite haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal das Gewicht 1, also 7. In moderner Sprache könnten wir sagen, das ist die Gleichung 2x plus 1 gleich 7. Wir wollen sie lösen, das heißt, auf der einen Seite soll nur noch ein x stehen, nur noch der eine rote Zylinder. Das heißt, ich muss diesen kleinen schwarzen Würfel entfernen. Das geht nur so, wenn die Waage im Gleichgewicht bleiben soll, dass auch der Würfel, ein Würfel auf der rechten Seite, entfernt wird. Ich versuche das zu machen. Und tatsächlich, die Waage bleibt im Gleichgewicht. Nun habe ich schon etwas erreicht. Links steht nur noch die Unbekannte, allerdings zweimal. Und rechts stehen die bekannten Einzelgewichte. Hier hätte ich dann die Hälfte, also muss ich rechts auch die Hälfte machen. Das heißt, ich nehme hier einen roten weg und hier drei schwarze. Und auch hier kommt heraus, die Waage ist im Gleichgewicht. Nach wie vor gilt diese Gleichung und wir könnten das modern sagen, x gleich 3. Schon lange gab es auch schriftliche Aufgaben und entsprechende Lösungsmethoden. Das gehört zu den ersten Aufzeichnungen über die Mathematik, Gleichungen zu lösen. Das Dokument, was uns am meisten Auskunft gibt über die altägyptische Mathematik, ist der berühmte Papyrus Rhind. Der stammt aus dem Jahre 1650 vor Christus, ist aber die Abschrift eines noch älteren Papyrus. Das heißt, die Aufgaben, die da drin stehen, sind etwa 4000 Jahre alt. Und eine Aufgabe, die wir darin lesen können, ist die folgende: Eine Menge und ihr Viertel ergeben zusammen 15. Also wir könnten sagen, eine Zahl und das Viertel der Zahl ist 15. Nun hatten die Ägypter dafür eine ausgesprochen schlaue und intelligente Lösungsmethode. Die sagten sich zunächst gar nicht, ich will die Lösung rauskriegen, sondern die sagten sich, ich nehme eine Zahl, mit der ich gut rechnen kann. Ich muss ein Viertel dazu addieren, also nehme ich eine Zahl, bei der ich ein Viertel gut rauskriegen kann. Zum Beispiel die Zahl 4. Ein Viertel von 4 ist 1, also wenn 4 die Lösung wäre, müsste ich 4 plus 1 rechnen, ist 5. Gut, das ist nicht das richtige Ergebnis. Aber jetzt geben die nicht auf und versuchen was Neues, sondern sie sagen, mein Ergebnis, was ich mit der 4 erhalten habe, die 5, das müsste ich mit 3 multiplizieren, um das richtige Ergebnis zu kriegen. Also multipliziere ich doch meinen falschen Ansatz, meinen Fantasieansatz auch mit 3 und mal gucken, was passiert. Mein Ansatz war 4 mal 3 ist 12. Aha, 12 plus ein Viertel davon, ein Viertel von 12 ist 3. 12 plus 3 ist 15.
Eine wunderbare Methode. Heute können wir natürlich schreiben, x plus 1/4 x gleich 15 und wir haben Methoden, das aufzulösen. Aber wie viel witziger, wie viel charmanter ist die Methode der alten Ägypter? Schon im Altertum konnte man quadratische Gleichungen lösen, also Gleichungen, in denen ein x Quadrat vorkommt. Das braucht man bei der Flächenberechnung und in ganz vielen Situationen. Und schon in der Antike hat man das so weit systematisch durchdrungen, dass man wusste, im Allgemeinen hat so eine quadratische Gleichung zwei Lösungen. Entweder zwei oder eine oder manchmal auch keine. Im Mittelalter hat ein französischer Mathematiker, François Viète, eine wunderbare Methode gefunden, mit der man Lösungen sozusagen raten kann oder Lösungen durch scharfes Hinsehen finden kann. Er hatte nämlich folgende Idee. Er sagte, ich schaue mir eine solche quadratische Gleichung an. Also die hat ein x-Quadrat, dann das x mit irgendeinem Vorfaktor und dann noch ein Absolutglied. Wir können uns vorstellen, x-Quadrat minus 3x plus 2. Dann wäre das p gleich minus 3 und das q gleich 2. Und dieser Viète, oder latinisiert, wie man es damals machte, Vieta, sagte, ich kann die Lösungen rauskriegen, indem ich nur diese Koeffizienten des Q und des P scharf anschaue. Und zwar ist es so, dass das Q, also das Absolutglied, das Produkt der Lösungen ist und der Vorfaktor, der Koeffizient von X, die Summe der Lösungen, allerdings mit negativen Vorzeichen. Machen wir uns das nochmal klar an unserem Beispiel, x² minus 3x plus 2, das Absolutglied ist 2, also muss ich die 2 als Produkt schreiben. Kann ich schreiben 1 mal 2, vielleicht sind das die Lösungen? Ja, denn wenn ich sie addiere, 1 plus 2 ist 3, mit Minus gibt es minus 3 und das wäre genau der Vorfaktor. Also durch reines Hinschauen kriegen wir die Lösung. Und heute gibt es natürlich auch Formeln dafür, die berühmte PQ-Formel, mit der wir das quasi mechanisch ausrechnen können. Nun kommen wir zur ersten dramatischen Szene in der Geschichte der Lösung von Gleichungen. Und dabei geht es um die Gleichung dritten Grades. Schon wenn man sich nur ein bisschen mit Gleichungen dritten Grades, also Gleichungen mit x hoch 3, beschäftigt, merkt man, die sind viel, viel schwieriger als Gleichungen zweiten Grades. Über lange Zeit hatte man keine Chance, auch nur eine solche Gleichung zu lösen. Etwa um 1500 hat ein Italiener namens Scipione del Ferro Lösungsmöglichkeiten, Lösungsmethoden gefunden. Er hat die aber furchtbar geheim gehalten, hat sie nur seinen Schülern weitergegeben und auch die mussten versprechen, das niemandem zu erzählen. Der Held dieser Geschichte ist Tartaglia. Der wurde etwa um die Zeit geboren, als Scipione del Ferro die Lösungsformel fand. Tartaglia hieß eigentlich Niccolo Fontana. Er wurde aber als kleiner Junge von französischen Soldaten derart misshandelt, dass er von da an sein ganzes Leben lang stotterte und deswegen Tartaglia der Stotterer hieß. Er hat nun sein äußerliches Handicap umgemünzt in innerlichen Ehrgeiz. Er hat sich unglaublich gebildet, hat Sprachen gelernt, hat Mathematik gelernt und war ein anerkannter und berühmter Rechenmeister in Venedig und anderen Städten Oberitaliens. Ihm hat man offenbar zugetraut, auch die Lösungsformel für die kubische Gleichung, die Gleichung dritten Grades, zu finden. Obwohl er keine hatte. Und ein Schüler dieses Scipione del Ferro, der damals die Lösung fand, hat dem Tartaglia 30 solche Gleichungen gegeben, ihn herausgefordert und sagt, schaffst du das innerhalb von einer gewissen Zeit? Tartaglia arbeitete wie besessen daran und tatsächlich fand er eine Formel. Eine komplizierte Formel. Aber im Prinzip eine Formel. Also eine Formel, da gibt es Plus und Minus und geteilt und mal und Wurzeln. Es gibt Quadratwurzeln und es gibt sogar dritte Wurzeln. Man kann sagen, ist kompliziert, aber man muss nur die Zahlen einsetzen und dann rechnen, natürlich richtig rechnen und dann kommt es raus. Als er diese Formel hatte, konnte Tartaglia alle 30 Gleichungen innerhalb von 2 Stunden lösen. Nun kommt noch ein weiterer Charakter ins Spiel, das ist Girolamo Cardano. Das war der Universalgelehrte seiner Zeit. Und er war gerade in dieser Zeit dabei, sein Hauptwerk zu schreiben, die Ars Magna, in der das gesamte Wissen
der Welt, der damaligen Welt, aufgeführt sein sollte. Und natürlich musste die Formel für die kubische Gleichung darin sein. Nun ging Cardano zu Tartaglia und versuchte ihn zu überzeugen, ihm diese Formel herauszugeben. Schließlich gab ihm Tartaglia diese Formel unter dem Versprechen, sie niemandem zu verraten. Cardano hat die sofort in seinem Werk veröffentlicht und heute heißt diese Formel die Cardanosche Formel. So ungerecht kann die Geschichte sein. Kurze Zeit später haben die Mathematiker auch eine Lösungsmethode für die Gleichung vierten Grades gehabt und man dachte, es geht so weiter. Dritter Grad ist schwierig, vierter Grad ist ein bisschen schwieriger, fünfter Grad wird noch schwieriger sein und so weiter. Man muss sich eben anstrengen. Aber man biss auf Granit. Und das ist genau die Stelle, an der Galois wieder die Szene betritt. Er war ein politischer Revolutionär, aber noch mehr ein mathematischer. Er stellte sich grundsätzlich die Frage, ob eine vorgelegte Gleichung lösbar ist. Das heißt, er rechnete mit der Möglichkeit insgesamt, ob Gleichungen überhaupt lösbar sein können. Und er fragte sich auch, was ist denn überhaupt eine Lösung? Eine Lösung ist genau so etwas. Ein Ausdruck, den wir mit Hilfe der Grundrechenarten plus minus mal geteilt und Wurzeln erreichen können. Keine anderen Funktionen, nur diese Wurzeln. Auch dritte, fünfte, siebte Wurzeln, alles was wir wollen. Das nennt man lösbar. In altertümlicher Sprache nennt man es durch Radikale lösbar. Radikale Wurzeln. Und die Idee von Galois war die, dass er sich die Nullstellen einer solchen Gleichung vorstellte und die Permutationen, die diese Nullstellen ineinander überführen, diese Permutationen zusammenfasste zu etwas, was man in der Mathematik eine Gruppe nennt, also ein algebraisches Konstrukt, eine algebraische Struktur. Und er konnte an dieser algebraischen Struktur ablesen, ob die Gleichung auflösbar ist in diesem Sinne oder nicht. Das waren die revolutionären Gedanken, die Galois in der Nacht zum 30. Mai 1832 im Kopf hatte. Er schrieb die nieder. Er wusste, was er jetzt nicht niederschrieb, das war verloren. Denn morgen wartete das Duell auf ihn und er würde es wahrscheinlich nicht überleben. Man weiß heute nicht, ob es ein Duell war, das nur um Liebeshändel ging oder ob politische Gründe vorgeschoben waren. Wahrscheinlich hat Galois auch nicht darauf geachtet, denn er hat noch einen außerordentlich kühnen Gedanken formuliert. Er sagte nämlich, die allgemeine Gleichung fünften oder höheren Grades ist nicht auflösbar. Das heißt, für Gleichungen fünften Grades mit x hoch 5 oder Gleichungen mit x hoch 6 gibt es keine allgemeine Lösungsformel. Diese Gedanken waren revolutionär. Sie setzten die bisherigen Denkmuster außer Kraft. Und seine Methode, die Gruppentheorie, also diese Menge dieser Permutationen einzusetzen, um Gleichungen zu lösen, war tatsächlich bahnbrechend. Sie sind die Grundlage für die moderne Algebra und sie haben die Mathematiker jahrzehntelang beschäftigt. Die Mathematiker haben lange gebraucht, diese Ideen von Galois wirklich zu verstehen und in substanzielle, abgehangene Mathematik umzusetzen. Galois erlebte das alles nicht mehr. Galois starb am 31. Mai 1832 an den Folgen einer Verletzung, die er sich im Rahmen dieses Duells zugezogen hatte.